Ja, Skill Booster hat es Ducati in der Vorstellung genannt. Und das ist tatsächlich auch genau das, was dieses Motorrad ist. Egal auf welchem Niveau man unterwegs ist, egal wie viel Erfahrung man hat, man ist mit diesem Motorrad per se einfach schneller unterwegs. So, herzlich willkommen nochmal aus der Sauna in Vallelunga. Hier ist wirklich Hitzeschlacht angesagt. Heute Morgen war es sehr feucht. Die Sonne ist jetzt inzwischen rausgekommen und ihr seht es vielleicht an meinem T-Shirt. Ich sehe so aus, als wäre ich gerade im Fitnessstudio gewesen. Allerdings war mein Trainingsgerät ein ganz besonderes, denn ich bin die ersten drei Turns mit der neuen Panigale V4S gefahren. Auf die Fahreindrücke will ich tatsächlich gleich erst eingehen. Das mache ich ja immer zum Schluss im Fazit. Möchte aber tatsächlich schon jetzt ein paar Informationen zum Motorrad teilen, die wir heute Morgen in der Pressemitteilung mitgegeben bekommen haben. Ein wichtiger Punkt, den Ducati hier wirklich hervorgehoben hat, ist die Ähnlichkeit zur MotoGP des Desmosedici und zu den MotoGP-Motorrädern. Das betrifft sowohl den Motor, der sich ja von der Desmosedici Stradale aus 2015 ableitet, als auch jetzt tatsächlich die Art und Weise, wie der Rahmen und vor allen Dingen die Schwinge gestaltet wurden. Die sieht jetzt ja völlig anders aus. Und die Ursache dafür ist tatsächlich der Wunsch aus dem Ducati Course Department, die sich quasi eine Schwinge gewünscht haben, die das nächste Performance-Level erreicht. Und das war tatsächlich nur möglich mit dieser neuen Form. Ducati hat uns erzählt, dass die Schwinge natürlich als Einarm-Pendant bzw. als Einarm-Variante mit Ducati Fix verbunden ist. Und man hat tatsächlich sogar am Anfang versucht, das meiste aus dem Einarm-Pendant rauszuholen. 3 Jahre Entwicklungsarbeit stecken da jetzt drin. Und man ist dann aber irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass die Einarmschwinge mehr oder minder ausentwickelt ist und nur diese neue Form wirklich Performance-Vorteile bringt. Und die sind ja hier tatsächlich erheblich. Wir haben 2,7 Kilo Gewichtsunterschied zum Einarm-Pendant. Wir haben 37% weniger laterale Steifigkeit und das hat wirklich einen immensen Einfluss auf das Fahrverhalten und ist auch was, was eben aus der MotoGP abgeleitet wurde. Ganz besonders interessant ist tatsächlich, dass die Entwicklung des Motorrads an der Schwinge begann. Das heißt, erst wurde die Schwinge ausentwickelt, in das Motorrad gesteckt, Testfahrten gemacht und dann ging es quasi an den Hauptrahmen, der ja auch 40% weniger Seitensteifigkeit hat und ja auch eben eine Adaption übernimmt, die man aus der Superleggera herausgegriffen hat, quasi da die Erfahrung gemacht und das auf die Panigale übertragen hat und auch ein Effekt, der in der MotoGP angewandt wird. Und das Ganze endet natürlich mit einer noch weiterentwickelten Elektronik. Da will ich aber an dieser Stelle noch gar nicht so genau drauf eingehen. Wollte ich jetzt hier an der Stelle einfach schon mal sagen, dass einfach sehr, sehr viel Ähnlichkeit zum MotoGP-Bike besteht. Das sieht man tatsächlich auch, wenn man das Motorrad ja, von der Seite anschaut. Es wirkt von der Grundform deutlich mehr wie das MotoGP-Motorrad. Hier am Tank sieht man ganz klar, dass die Form neu gestaltet wurde, dass man hier mehr Knieschluss hat, dass man besser ins Motorrad integriert ist. Die Fußrasten sind 10 mm nach innen gewandert, die Aerodynamik wurde deutlich verbessert. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Dinge zu erzählen. Das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, kombiniere ich dann aber jetzt gleich mit den Fahreindrücken und dann werde ich euch die ganze Sache beschreiben und verraten, wie sich die Änderungen im Fahrbetrieb anfühlen. Ja, zurück aus dem Third Turn. Drei Turns jetzt und ich sitze neben Andrea. Wir werden jetzt ein bisschen Datenanalyse betreiben und vielleicht auch mal einen Vergleich mit einem Profifahrer, um zu sehen, was ja, sich in den letzten drei Turns bei mir so ergeben hat. Und Andrea, let's start. Have a look at the data. Wir haben die Geschwindigkeit, wir haben Drehzahl, wir haben Bremsdruck, alle die Informationen, die man braucht und können das jetzt übereinander legen. And Andrea, show us what happened during the last turns. Yeah, the last turn you did the fastest lap, so 1:54, and you are starting to get very repetitive. So now we can focus on how you can improve. Yeah.
So this is the objective of the software in the end. Yeah. Where is the point comparing maybe with another rider? Yeah. So I have a reference lap. Yes. Of Alessandro Badia. Er ist Testfahrer hier für Ducati, hat die Panigale mitentwickelt. Alessandro, das sind jetzt seine Kurven und hier meine im Vergleich. You close the throttle much earlier in the first turn and you start braking earlier. But yeah. And also the very big difference now is in this part. You are not opening the throttle. You are just increasing it. And, as you can see, Alessandro is flat out. Yeah. Because he trusts our controls. Yeah. So the braking point is different. Yeah. Sure. And also the braking pressure. Yeah. You can see how you start braking slow. Yeah. Yeah. And yeah. Then you decrease. Yeah. Instead he brakes a lot. Yeah. And then decrease. And also, see the lean angle. Yeah. So you are changing a bit. So you are leaning and then in the middle of the corner. You just pick up a bit. Pick up a bit. Yeah. And then just lean again. Yeah. Then you can see in the middle of the turn when you are starting a bit opening the throttle. Yeah. He trusts a lot always the controls. Yeah. So he's open the throttle. Quite gas as fast as possible. But if you consider the starting point, it's the same. Yeah. So you are doing the right trajectory, but you have to trust more. Even considering that now we are using the traction control level 2, so it's more competitive. Yeah. You can say that's more control. Das ist was ich sagen muss. Während ich fahre, ist die Traktionskontrolle eigentlich kaum am Arbeiten. Wir fahren mit Pirelli SC1 vorne, SC0 hinten. Und obwohl ich für meine Verhältnisse so viel Gas gebe, ist so viel Grip da, dass die Traktionskontrolle nicht anspringt. So I just explained, the traction control almost does not work at all. I don't see any light in the dashboard, because there's so much physical grip, so there's no need for the traction control. Sure. Unbelievable. Yeah. So this is the big difference in this exit of the corner. So as you can see, Alessandro here is doing some wheelie. So wheel speed goes down. Yeah, the front wheel speed goes down. Yeah. As you did here, for example. Yeah. So maybe it's not the best way to get the performance. So you can increase the wheelie control to keep you down and thrust more. Yeah. Instead, this part we're doing great. I think that is very difficult in the end. Throttle opening, the point where you're doing it. The time between the closing the throttle and the brakes are very, very, very small, good. Very good. Yeah. So this part you're doing great. Yeah, thank you. Yes, but the point is it's the right one when to open. Yeah, but he's but, like... always... It's like an on-off button. Yeah. There's not one and zero, like digital. Yeah. So that's the point. The braking point, it's quite perfect. Okay. And in this turn, you're doing great. For sure, the second and the third turn, so the curva grande, are the part where you can improve the most. The most, yeah. But also the braking point of the Campagnano. Yeah. Okay, Andrea, so thanks for the insights. Ihr habt es gehört, wir sind jetzt hier einmal die Runde in Vallelunga durchgegangen und ich habe etwas Lob bekommen für die Bremspunkte und auch vor allen Dingen für die Zeit zwischen Bremsen und ans Gas gehen, was mich natürlich sehr glücklich macht. Zeit ist auch okay soweit. Es gibt aber noch ein paar Punkte, wo man wirklich viel dran verbessern kann und da möchte ich nochmal auf dieses Tool eingehen. Dieses 2D Data Recording gibt es eben bei Ducati als Zubehör, als Accessory. Man kann das dazu kaufen. 1.200 € kostet das Set, Hardware und Software zusammen. Und dann kann man eben ganz einfach, wenn man das Motorrad ausgestellt hat, per Wi-Fi-Verbindung, per WLAN, die Daten auf den Laptop transferieren und sich sowas anschauen. Und das ist tatsächlich extrem hilfreich, vor allen Dingen, wenn man eben Referenzdaten und Vergleichsdaten hat, was wir jetzt in dem Fall haben. So, Andrea, thanks a lot for the insights. It's like a nice additional toy for racing riding and really can help you to improve your lap time and riding style, obviously. Yeah. That's objective.
So, thank you, Andrea. Und ja, jetzt reden wir ein bisschen noch was über das Moped, würde ich sagen. Ein wundervoller Tag geht zu Ende. Und das liegt nicht nur am Wetter hier in Vallelunga, sondern natürlich auch an der neuen Panigale V4S. Ich habe vorhin im ersten Teil schon ein bisschen über die Entwicklung des Motorrads gesprochen und angedeutet, dass hier viel MotoGP-Technik eingegangen ist und die Wünsche, vor allem in Bezug auf die Schwinge, so ein bisschen aus der Rennsportabteilung von Ducati gekommen sind. Und das ist tatsächlich ein Thema, was sich bei diesem Motorrad einfach komplett durch alle Neuerungen und alle Änderungen zieht. Die Schwinge, wie angedeutet, mehr Flexibilität, weniger Steifigkeit. Und das Gleiche gilt für den Frontrahmen. Was aber tatsächlich eine sehr bedeutende Änderung auch an diesem Motorrad ist, ist das, was die Elektronik angeht. Es gibt jetzt den sogenannten Ducati Vehicle Observer. Und in der Pressemitteilung stand, dass hier 70 Sensoren simuliert werden, die einen Einfluss auf das Regelverhalten der Elektronik haben. Wir haben natürlich eine Traktionskontrolle, wir haben eine Wheelie Control, wir haben eine Engine Brake. Alles, was das Herz sich wünscht und auf der Rennstrecke natürlich nötig ist und schneller macht. Und wir haben jetzt auch ein sogenanntes ECBS, also ein kombiniertes Bremssystem, basierend auf dem Race ABS der Panigale, das wirklich einen großen Mehrwert bietet. Und jetzt komme ich zurück zu diesen 70 Sensoren und diesem Ducati Vehicle Observer, denn auch hier stammt die Entwicklung aus dem MotoGP-Rahmen. Dort ist natürlich Elektronik ein ganz, ganz wichtiger Punkt und die Entwicklung dieses Systems, dieses Ducati Vehicle Observer, läuft schon seit 10 Jahren im Rennsportbereich und vieles dessen, was dort an Know-how gesammelt wurde, ist hier mit in die neue Panigale eingeflossen. Jetzt hatte ich ja angedeutet, die 70 Sensoren sind simuliert. Das heißt, es sind jetzt hier an diesem Motorrad keine 70 Sensoren verbaut und die Basis für das Regelverhalten basiert dann auf Daten, die gesammelt wurden mit einem Motorrad, das eben mit einem kompletten Spektrum an Sensoren ausgestattet wurde. Und zu Beginn, so haben mir die Ducati-Ingenieure das erzählt, hat man das einfach nur vergleichsweise und im Hintergrund laufen lassen, um eben eine steile Lernkurve zu haben. Und dann peu à peu mit den Verbesserungen begonnen, die Elektronik und diesen Ducati Vehicle Observer in das Regelverhalten der verbauten Assistenzsysteme einzubeziehen. Und wo liegt jetzt hier der große Effekt? Es ist tatsächlich so, dass dieses Motorrad auch erkennt, aufgrund dieser simulierten Sensoren, zum Beispiel, wie der Fahrer einen Einfluss auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs hat. Man kann sich das vorstellen, es gibt natürlich Personen, die sind relativ klein und leicht gebaut, haben vielleicht nur 65 Kilo. Und es gibt natürlich aber auch Fahrer und Ducati-Fans, die mit 90 oder 95 Kilo oder mehr auf dem Motorrad sitzen. Und das hat natürlich einen Einfluss auf das Fahrverhalten und sollte natürlich auch einen Einfluss auf das Regelverhalten haben. Und das ist hier tatsächlich gegeben. Also eine super spannende Sache. Und die Ingenieure haben mir verraten, dass Ducati sich erst am Anfang der Entwicklung dieses neuen Elektroniksystems befindet und wir hier in Zukunft einfach noch deutlich mehr erwarten können. Ich hatte vorhin ebenfalls schon angedeutet, dass die Form des Motorrads mehr an ein MotoGP-Motorrad erinnert. Und ein wichtiger Aspekt ist eben tatsächlich auch die Aerodynamik. Also viele der Lektionen, die Ducati in den Rennserien gelernt hat, sind hier in die Entwicklung eingeflossen und man versucht eben den Fahrer deutlich mehr in das Motorrad zu integrieren. Und das tut man tatsächlich auch über die Sitzposition. Und jetzt hatte ich die Elektroniksysteme angedeutet, die Aerodynamik angedeutet und es sind natürlich diese zwei Elemente, die man vor allen Dingen beim ersten Outing direkt in Anführungsstrichen spürt. Wir haben eine deutlich geänderte Sitzposition, die Form des Tanks ist anders. Der Sitz ist 50 mm breiter geworden und 35 mm länger, steht jetzt etwas flacher, um in der Bremsphase mehr Support zu bieten und das Motorrad einfacher beherrschbar zu machen. Also das ist tatsächlich was sofort auffällt. Und tatsächlich auch der Tank, die Tankform und die Integration der Beine in die neue Tankmulde ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Man fühlt sich super in das Motorrad integriert, sitzt aber aufgrund der Höhe immer noch sehr vorderradorientiert. Also wirklich eine super gelungene Sitzposition.
Was man an der Stelle dazu gesagt werden muss, das Motorrad wurde für diesen Test hier vorne 3 und hinten 6 mm angehoben. Also das heißt, das steht ein bisschen anders da als die Serienpanigale. Das ist aber tatsächlich das, was Ducati empfiehlt, wenn man mit dem Motorrad auf die Rennstrecke gehen will. Ja, und das haben wir tatsächlich heute ausgeprägt gemacht hier in Vallelunga. Wir hatten 6 Turns zur Verfügung, in denen wir dieses Motorrad fahren konnten. Und das war natürlich auch eine super Gelegenheit, um sich im Tagesverlauf mit der Strecke vertraut zu machen und eben auch mit der Elektronik. Und schon wie gerade angedeutet, beim ersten Kontakt fällt auf, wie gut gelungen die Ergonomie ist. Und beim ersten Rollout, also wirklich in der ersten Runde, merkt man, wie einfach dieses Motorrad zu fahren ist. Es ist wirklich verrückt in der Medium-Einstellung der Motorleistung. Das heißt, Drehmoment hier etwas reduziert, geht das Motorrad trotzdem extrem kraftvoll vorwärts, aber man fühlt sich sofort auf diesem Bike zu Hause. Man hat natürlich etwas Kraftaufwand beim Fahren durch so viel Leistung. Alles andere am Bike ist tatsächlich super zugänglich, super neutral. Und egal, ob man jetzt in der Bremszone ist, ob man beschleunigt, ob man in tiefer Schräglage ist, es ist A, super stabil, und auf dem Weg in die Schräglage oder auch bei Schräglagenwechseln fällt tatsächlich auf, wie agil das Motorrad ist. Also es ist extrem beeindruckend, wie diese Kombination aus Stabilität und Agilität hier in diesem Motorrad umgesetzt werden konnten. Und ich habe jetzt gerade das Turning angesprochen, beziehungsweise das Fahren in Schräglage. Und jetzt mache ich nochmal einen Sprung zurück auf die Elektronik. Denn das genannte ECBS ist tatsächlich ein System, was vor allen Dingen in diesen Momenten und in diesen Situationen extrem hilft. Und das habe ich heute im Tagesverlauf auch getestet, was man tatsächlich auch spürt. Also wir haben durch die ECBS-Konfiguration die Möglichkeit, in 2 Variationen, in 2 Level, Level 1 und Level 3 der ABS-Einstellung, das Regelverhalten der Hinterradbremse mit einzustellen. Und zwar ist es bei der Panigale so, dass wenn die Vorderradbremse am Kurveneingang gelöst wird, das Motorrad immer noch etwas mit der Hinterradbremse mitbremst. In Level 3 der Einstellung ist das nur sanft der Fall, auf Level 1 sehr aggressiv bzw. sehr sportlich ausgelegt, um einfach das Motorrad beim Einbiegen in die Kurve zu unterstützen. Und das ist tatsächlich was, was man spürt, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist. Es ist mir aufgefallen, es gibt hier 2 sehr enge Linkskehren, die im ersten Gang zu fahren sind. Und in der normalen Einstellung Level 3 war das schon, ich sag mal, fast wie auf Schienen und hat sehr, sehr gut funktioniert. Man hat wirklich sehr sanft herausbeschleunigen können. Und wenn man tatsächlich dann diese etwas mehr eingreifende Einstellung am Motorrad gewählt hat, dieses ECBS, dann spürt man tatsächlich direkt, wie man am Kurvenausgang eine deutlich engere Linie fährt, wie das Motorrad besser einlenken will und denkt dann, hey, ich hätte ja einfach viel schneller in die Kurve einfahren können und das Gas auch früher öffnen, weil ich auf einem ganz anderen Teil der Strecke bin und einfach so viel Luft nach außen habe, um wirklich hart weiter durchzubeschleunigen. Und das sind einfach Aspekte, die hier das Fahren deutlich einfacher machen und einen wirklichen messbaren, spürbaren Effekt auf die Rundenzeiten haben können. Und woher weiß ich das so genau? Große Sache, die Ducati hier im Rahmen der Veranstaltung für uns zur Verfügung gestellt hat. Jeder der Teilnehmenden hier, jeder der Fahrer, die hier heute dabei gewesen sind, hatte einen eigenen Dateningenieur. Und es gibt eben die Möglichkeit, bei diesem Motorrad die Daten per Wi-Fi zu übertragen. Ich habe das ja angesprochen, es gibt dieses Datenmodul, um per WLAN-Netzwerk die Daten auf den Laptop zu übertragen und dann die 2D-Software zu nutzen, um eben die verschiedenen Parameter auszulesen. Und da sieht man eben tatsächlich dann, wo, an welcher Stelle man Verbesserungspotenzial hat. Und jetzt komme ich zurück zu diesem Bremsmoment, zu dieser Bremsunterstützung mit der Hinterradbremse, die eben das Motorrad automatisch mitbedient, wenn man vorne von der Bremse geht, spürt man eben, sieht man eben einfach, dass hier Potenzial nach oben da ist und man einfach die Kurve besser, schneller nimmt und schneller ans Gas gehen kann und hat eben tatsächlich auch einen entsprechenden Datenbeweis. Dann das Thema Aerodynamik ist ein Punkt, weil natürlich die Ducati nicht mehr dem Design entspricht, wie man das von der Vorgängerversion kennt. Aber hier muss ich sagen, das funktioniert tatsächlich auch wiederum so gut, dass selbst wenn mir das Design jetzt nicht so gut gefallen würde, wie das von der Vorgängerversion
Variante, was tatsächlich nicht der Fall ist. In Live sieht das Motorrad wirklich super, super gut aus. Ich auf jeden Fall dazu geneigt wäre, diese Konfiguration zu bevorzugen bei einem Rennstreckenmotorrad, weil es einfach deutlich mehr Performance bringt. Ducati beziffert das mit 4% weniger Windwiderstand durch die geänderte Verkleidung, durch die nach innen gewanderten Fußrasten, durch die neue Form und die etwas ausladendere Frontverkleidung und die Gesamtgestaltung des Designs des Bikes. Also hier wirklich absolute Skill-Booster hat es Ducati in der Vorstellung genannt. Und das ist tatsächlich auch genau das, was dieses Motorrad ist. Egal auf welchem Niveau man unterwegs ist, egal wie viel Erfahrung man hat, man ist mit diesem Motorrad per se einfach etwas schneller unterwegs. Ducati hat es in der Pressemitteilung mit einer Sekunde beziffern, also 0,9 Sekunden. Und genau das hat heute tatsächlich auch einer der Pro-Rider geschafft, der hier schon sehr oft unterwegs gewesen ist, aus Spanien, ein Kollege. Er hat tatsächlich seine eigene Rundenzeit hier um exakt diese eine Sekunde verbessert, ohne vorher mit diesem Motorrad gefahren zu sein. Also es war wirklich absolut beeindruckend. Und ich kann euch an dieser Stelle nur empfehlen, euch mit dem Motorrad mal vertraut zu machen, die Möglichkeit zu suchen, das Bike mal zu fahren und das natürlich im entsprechenden Umfeld. Natürlich hat es eine Straßenkonfiguration, aber wie angedeutet, MotoGP-Technik, alles auf Richtung Rennstrecke ausgelegt. Dieses Motorrad ist natürlich für diesen Zweck hier gebaut und in diesem Umfeld solltet ihr das tatsächlich auch testen, weil ihr sonst überhaupt gar nicht die Möglichkeit habt, das Potenzial des Bikes auszuschöpfen. Und davon ist reichlich vorhanden. Die 6 Turns, vor allem hier heute auf der neuen Strecke, haben einfach definitiv überhaupt gar nicht ausgereicht, um sich an die Möglichkeiten, die dieses Bike liefert, heranzutasten. Und ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal die Gelegenheit haben werde, dieses Bike auf der Rennstrecke zu fahren. Und möchte euch an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal empfehlen, versucht das einfach mal. Es gibt ja die Ducati For You Days. Vielleicht gibt es da mal die Möglichkeit, dieses Bike zu testen. Also es ist tatsächlich ein Eye-Opener. Und woran ich am Ende des Tages, vor allen Dingen im Punkt Design, denken musste, ist die Entscheidung, die ich vor 20 Jahren mal getroffen habe, ein anderes Motorrad zu kaufen, ein Racebike zu kaufen, das mir optisch eigentlich nicht so gut gefallen hat. Wie gesagt, mir gefällt die Panigale sehr gut, aber falls das bei euch der Fall ist, am Ende hat bei mir dann tatsächlich die Performance entschieden und hat dazu geführt, dass ich das Bike gekauft habe. Und das würde mir vermutlich auch mit der Panigale V4S so gehen. Ja, ich habe jetzt viele Dinge an der Panigale nicht erwähnt. Es ist natürlich deutlich mehr verändert als die Elektronik und der Frontrahmen und die Schwinge. Denn wir haben neue Bremsen, wir haben leichtere Felgen, wir haben eine neue Gabelbrücke. Also es wurde sehr viel getan. Auch am Motor hat es Veränderungen gegeben, um eben die Euro 5 Plus Regulierung zu halten. Also sehr, sehr viel passiert. Aber für mich waren heute im Fokus ganz klar die Fahreindrücke und die MotoGP-Technik, die dieses Bike mitbringt. Und ja, das wollte ich euch unbedingt mitgeben. Ich hoffe, ich habe das getan. Euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen habt zu Punkten, die ich jetzt nicht angesprochen habe, die Kommentare sind offen. Haut hier gern eure Punkte rein, die ich euch eventuell noch nachliefern soll. Und falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo. Und jetzt zum Schluss gibt es natürlich noch eine Videoempfehlung von mir, denn ich bin auch die Panigale V4R schon gefahren. Das Video findet ihr hier. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage ciao. Bis zum nächsten Mal.